Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Heute habe ich Tobins Gespensterführer für euch. Tobins Gespensterführer dürften diejenigen ein Begriff sein, die Ghostbusters kennen. Das Original, also in Anführungsstrichen, das Original ist, glaube ich, 32 Pfund wert oder 35 Pfund, also umgerechnet 15 Kilo oder so. Und das ist es natürlich nicht. In diesem Tobins Gespensterführer sind alle wichtigen Geister aufgezählt, die es in der Ghostbusters Reihe gab, beziehungsweise in den Film und auch in der Trickfilmserie The Real Ghostbusters. Als Ghostbusters-Fan freue ich mich natürlich schon auf den neuen Teil, der Mitte des Jahres, ich glaube im Mai 2020 in die Kinos kommen wird. Doch ja, schauen wir uns mal Tobins Gespensterführer etwas genauer an. Die Aufmachung des Buches gefällt mir eigentlich sehr gut. Man kann hier deutlich sehen den Geist vorne drauf, aber auch, dass wir ja, unterschiedliche Materialien haben. Man kann sehen, hier glänzt es etwas. Das heißt, die Bilder sind mit Hochglanz behandelt worden, beziehungsweise sind halt als Sticker aufgeklebt worden, die ja, hochglänzend sind. Der Rest des Buches ist hier matt gehalten. Die Aufmachung gefällt mir eigentlich sehr gut. Man kann hier oben schon einige Geister erkennen. Die Rückseite hat ja auch ein schönes Bild von verschiedenen Geistern. Sieht fast aus wie das Fegefeuer. Ich denke mal, das hätte auch die Inspiration sein können zu diesem Cover. Ja, schlagen wir das Buch einmal auf. Die Qualität ist sehr gut, ist ein Hardcover. Hier vorne haben wir ein kleines ja, Logo drauf, beziehungsweise den Namen nochmal, Tobins Gespensterführer. Tobins Gespensterführer wurde verfasst von John Horace Tobin. Wie gesagt, das Original ist 36 Pfund schwer, also knapp 15 Kilo. Dieses Buch hat hier jetzt 96 Seiten. Das Originalbuch hat mehrere hundert, glaube ich. Ich habe das Original leider nie besessen, aber ich weiß, dass es wesentlich dicker und größer ist. Ich glaube, im Film ist es auch nie vorgekommen. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, die Aufmachung ist eigentlich sehr, sehr schön. Auch ein schönes Bild noch mit drauf, so ein paar Ornamente hier an den Seiten. Dann haben wir hier auf der Innenseite nochmal den Geist, der auch schon vorne drauf ist. Nochmal hier offizielles Ghostbusters Edition Buch, also sozusagen die offizielle Ghostbusters Edition. Geschrieben von Dr. Ray Stantz, Egon Spengler und Eric Burnham. Die Bilder stammen von Kyle Hotz. Hier unten nochmal erschienen bei Inside Editions. Und ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Hier vorne gibt es ein kleines Vorwort von Ray Stantz aus New York. Dort beschreibt er nochmal, dass New York eine der ja, aktivsten Gegenden ist für Geister. Was ja natürlich auch darauf beruht, dass die Filme in New York spielen. Die Bilder gefallen mir eigentlich sehr gut, auch wenn sie jetzt nicht so spektakulär sind. Aber ja, sie machen doch schon echt was her. Hier vorne geht es auch gleich los mit dem ersten Geist. Und oder vielmehr hier die ersten Geister, die New York Subway Specters, also die ersten Geister in der New York U-Bahn. Das wird, glaube ich, auch im zweiten Teil, glaube ich, ganz kurz angeschnitten, dieses Thema, als sie auf der Suche nach dem Schleim sind da in der U-Bahn und dann die Köpfe da unten in der U-Bahn zu sehen sind. Das hat mir als Kind immer ziemlich viel Angst eingejagt, diese abgetrennten Köpfe. Insgesamt fand ich den zweiten Teil etwas gruseliger als den ersten. Aber zurück zum Buch hier. Die Zeichnungen sind eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Wir haben hier einige bekannte Gesichter wie den Taxifahrer, also The Driver aus dem ersten Ghostbusters. Ich glaube, die Legende war so, dass er in den 50er Jahren mit dem Taxi verunglückt ist und in Fluss gefahren ist, den Hudson River. Und ja, das ist sozusagen die aktuelle Erscheinung von ihm. Ja, und dann geht's so weiter. Hier haben wir auch schon gleich Slimer. Auch cool gemacht. Wie gesagt, die Zeichnungen sind sehr, sehr gut. Also wie gesagt, das Buch ist eigentlich nur eine Zusammenfassung. Das Original ist viel dicker, aber hier sind jetzt so die bekanntesten Geister aus dem Ghostbusters-Universum vertreten. Hier ist die Spinnenhexe, auch echt cool. Die Zeichnungen sind einiges brutaler als die Figuren im Film. Wenn man so Slimer sich so anguckt, dann denkt man so, oh, den möchte ich nicht begegnen. Dann haben wir, wie gesagt, die Spider-Hexe. Dann haben wir hier den Büchereigeist aus dem allerersten Teil. Der erste Geist, der eigentlich im Film auftaucht. Hier ist sogar der Name erwähnt, Eleanor Tweedy. Auch cool, 1924. Ich finde es sehr, sehr interessant, diese ganze Geschichte hier noch einmal zu lesen von den Geistern. Dann haben wir hier die Scolio-Brüder aus Teil 2. Sie basieren, glaube ich, sogar auf den echten Brüdern, die bei der Mafia gewesen sind, glaube ich. So genau bin ich jetzt nicht so in der Materie drin, aber sie beruhen auf oder wurden inspiriert von den wahren Scolio-Brüdern. Dann haben wir noch weitere Geister. Oh, das sieht aber auch richtig gut aus. Echt schick gemacht. Hat so ein bisschen 13 Geister-Flair hier. Die Geister aus 13 Geister aus dem Film waren ja auch sehr cool. Hier haben wir den Traumgeist.
Das ist zum Beispiel der Geist, der im ersten Teil Ray die Hose öffnet, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Dann haben wir den Phantomjogger aus Teil 2. Weitere Geister. Ja, so geht das dann immer weiter, bis wir nachher auch einige bekannte Gesichter wieder haben. Hier zum Beispiel die Terradogs, Vince Clortho und Zool. Das sind die beiden Terradogs. Torwächter und Schlüsselmeister. Gozer. Auch sehr schick. Da dreht sich ja alles um Gozer im ersten Teil und auch in den dritten, der jetzt nächstes Jahr rauskommen soll. Da scheint auch vieles auf Gozer oder beziehungsweise Ivor Shandor. Der ist übrigens hier auch drin. Ne? Mal suchen, ob wir den finden so schnell. Da ist der Marshmallow-Mann. Tiamat. Ja, ist Ivor Shandor. Zieht euch mal dieses Bild rein. Mega cool. Er wurde in Rumänien geboren, 1855. Und so wie Ray auch schon gesagt hat, er führte, oh nein, Egon hat das gesagt, er führte eine Menge überflüssige Operationen durch. Und laut diesem kleinen Infotext ist er gestorben, als er sich selbst ein anderes Bein anoperieren wollte oder anpflanzen wollte. Wie gesagt, sehr, sehr schönes Buch. Eine kleine Ergänzung für die Ghostbusters-Fans. Ja. Selbst wusste hier Sam Hain. Den fand ich eigentlich immer am gruseligsten in der Zeichentrickserie, aber er sieht auch mega geil aus. Wäre eigentlich ein gutes Motiv für ein Tattoo. Eigentlich die ganzen Geister. Wat? Prinz Vigo, die Geißel der Karpaten, das Leiden von Moldawien. Also es gibt einige Geister hier drinnen, der ist auch geil hier. Killer Wat. Ach, man kann so viel machen mit den Ghostbusters, echt. Also im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schickes, informatives Buch. Eine gute Ergänzung für Ghostbusters-Fans und ja, das soll es auch gewesen sein. Das war meine kleine Review zu Tobins Gespensterführer in der XS-Variante, würde ich mal sagen. Vielleicht bekomme ich sogar mal das Original. Aber das hier ist ein kleiner Einstieg in das Ghostbuster-Universum, um mal einen Überblick zu bekommen, welche Geister es eigentlich überall gibt. Ja, meine Freunde, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Tobins Gespensterführer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.